Für den Beruf des Sozialbeziehungsfachangestellten habe ich mich entschieden, weil ich in einer beratenden Tätigkeit im Gesundheitswesen arbeiten wollte. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe einen Einblick in sehr viele verschiedene Bereiche bekommen und das war sehr interessant und dann habe ich mich entschlossen, die Ausbildung aufzunehmen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Man lernt während dieser Zeit alle paar Wochen neue Fachabteilungen kennen, mit neuen Themen und auch mit neuen Kollegen. Dadurch wird es nie langweilig und es ist sehr vielseitig. Am meisten Spaß macht mir der direkte Kundenkontakt, weil ich mich hierbei am besten einbringen kann. Das sind dann ganz verschiedene Anliegen, zum Beispiel Schulabgänger, die das erste Mal eine eigene Versicherung brauchen oder Versicherte, die Auskünfte zu ihren Leistungen haben wollen. Den Einblick ins Gesundheitswesen, das hat mich eigentlich schon gereizt und auch mit Gesetzestexten arbeiten. Und was natürlich auch gereizt hat, war, dass die Vergütung relativ hoch ist und dass man geregelte Arbeitszeiten hat. Also neben der direkten Kundenbetreuung findet viel Arbeit im Hintergrund statt oder am Telefon. Zum Beispiel, dass man Krankengeld berechnet oder sich mit den Arbeitgeberbeiträgen beschäftigt. Und da wird uns schon eine Menge Verantwortung übertragen. Aber dafür haben wir dann einen Ausbildungsbeauftragten, der dann mal uns zur Seite steht, und wenn es mal Probleme gibt, dass wir die zusammen lösen. Also am meisten Spaß macht es dann schon, wenn man eine Frage gestellt bekommt vom Versicherten und man kann das Ganze alleine lösen und dann ist er glücklich und ich auch. Die Berufsschule findet im Blockunterricht statt. Dort erlernen wir Fächer wie beispielsweise Wirtschaftslehre, Sozialversicherungslehre und Rechnungswesen. Außerdem haben wir 2-wöchige Seminare in der IKK-Akademie. Dort erwerben wir wichtiges Spezialwissen und neben dem Wissen hat man da auch mal die Möglichkeit, andere Auszubildende kennenzulernen. E-Learning ist eine Plattform im Internet, die kooperiert mit der IKK-Akademie. Alles, was man vielleicht nicht in der Akademie so verstanden hat, das kann man nochmal im Internet dort nachlesen. Man kann sich auch Neues erarbeiten und das Gute daran ist, dass man das ja überall machen kann, wo Internet ist und dass man da recht flexibel ist. Als Auszubildender der IKK sollte man auf jeden Fall ein offener Typ sein. Und was auch ganz wichtig ist, dass man flexibel ist, da das bei uns so in der Krankenkasse geregelt ist, wir haben verschiedene Bereiche an verschiedenen Standorten und man ist dann halt in dieser Zeit in der jeweiligen Stadt untergebracht, aber ist dann ja halt auch von zu Hause weg und das müsste jedem klar sein. Aber mir macht das eigentlich viel Spaß, man lernt immer wieder was Neues kennen. Das ist schon ein ziemlich guter Ausgleich zum Alltag. Ein Bewerber hat neben guten schulischen Leistungen auch unser Interesse geweckt. Wenn er eine tolle Bewerbung bei uns einreicht und mindestens den Realschulabschluss vorzeigen kann. Wir freuen uns natürlich, wenn er verschiedene Praktika durchlaufen hat, aus denen man erkennen kann, dass er sich für uns interessiert und damit die richtige Berufswahl getroffen hat. Interessierte Schüler sollten sich spätestens 1 Jahr vor Ausbildungsbeginn bei uns bewerben. Die Berufsstartermessen sind auf jeden Fall ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag. Dort werden wir als Auszubildende bevorzugt eingesetzt, da wir ja gerade die Ausbildung durchleben und wir unsere Erfahrungen dann den Schülern mitteilen können. Und aus meinen eigenen Erfahrungen heraus empfehle ich die IKK Nord sehr gerne weiter. Die IKK Nord als Ausbildungsbetrieb empfehle ich gern weiter, wenn man schon während der Ausbildung alle Einsatzorte und Bereiche kennenlernt und sehr gute Chancen bestehen, nach der Ausbildung übernommen zu werden. Außerdem werden Fachleute im Gesundheitswesen auch in Zukunft benötigt und ich kann mir daher sehr gut vorstellen, in diesem Beruf zu bleiben.